Hallo, herzlich willkommen bei Recht einfach. Ich bin's, Johannes. Was passiert eigentlich mit Geldgeschenken der Schwiegereltern, wenn ich mich von meinem Freund oder meiner Freundin trenne? Dieser Problematik liegt folgende Konstellation zugrunde. Da waren zwei Partner, so wie das nun mal auch im normalen Leben ist. Die haben sich super gut verstanden. Die waren seit 2002 zusammen. Und 2011 haben sie sich dann entschieden, ein Haus zu kaufen. Und die Schwiegereltern haben gesagt, okay, ihr seid zwar nicht verheiratet, wäre zwar schöner, aber ist nicht so schlimm. Ihr seid schon so lange zusammen und unseren potenziellen Schwiegersohn, den finden wir auch so toll und vertrauenswürdig. So, die Eltern haben gesagt, pass auf, ihr kauft euch eine Immobilie im schönen Berliner Umland und wir geben euch 100.000 Euro dazu. Und alle haben sich gefreut, super Stimmung, Haus gekauft zum Notar. Und dann 2013 ist so ein bisschen was dazwischen gekommen. Und die beiden haben sich getrennt. Dann war jetzt natürlich die Sache folgende, dass die Immobilie natürlich beiden gehört hat. Und jetzt haben die Eltern gesagt, ja Moment mal, also so hatten wir uns das eigentlich nicht gedacht. Erst hier dick absahnen und dann sich eine neue suchen. Das geht natürlich nicht. Wir wollen das Geld schön zurückhaben. Ja, und das ist natürlich ein ganz delikater Fall. Und da stellt sich natürlich die Frage, können die Schwiegereltern von dem Freund ihrer Tochter jetzt das Geld zurückfordern, weil das nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben? Die Antwort ist ja, sie können es zurückfordern. Das Ganze ist auch auf eine Rechtsfigur zurückzuführen, nämlich auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage. Und die Wegfall der Geschäftsgrundlage sagt im Prinzip Folgendes. Wenn sich die Vertragsparteien, und hier handelt es sich um einen Vertrag, quasi um ein Rechtsgeschäft, eine Schenkung ist ein Rechtsgeschäft, und wenn sich die Vertragsparteien eines Rechtsgeschäftes bei Vertragsschluss einen Umstand vorstellen, der maßgeblich zur Zustandekommen des Rechtsgeschäftes führt und dieser fällt dann nachher weg, dann ist die Geschäftsgrundlage entfallen und das Geschäft muss rückabgewickelt werden. So, und diese Rechtsfigur ist hier einschlägig, denn natürlich haben sich die Eltern gedacht, die bleiben ewig zusammen, das kriegen noch unsere Enkel, werden quasi noch was davon haben und so ist ja nicht gelaufen, nämlich nach 2 Jahren war Schluss und dann haben sie gesagt, da wollen wir es wieder haben und da kriegen sie es auch wieder. Wichtige Voraussetzung hierfür ist übrigens noch, dass das kurz danach passiert, also im zeitlichen, kurzen zeitlichen Abfolge zur Schenkung. Das heißt, wären die jetzt 30 Jahre zusammengeblieben und die hätten sich dann getrennt und die Schwiegereltern hätten noch gelebt, dann hätten die es nicht mehr zurückfordern können. So, weil die sich natürlich nicht vorgestellt haben, dass sie jetzt ewig zusammenbleiben, sodass hier Einschränkungen zu machen sind von der zeitlichen Abfolge. So, eine ganz interessante Sache ist, die Rückabwicklung muss hier dem benachteiligten Vertragspartner auch zumutbar sein, also hier dem potenziellen Schwiegersohn, und da das Gericht entschieden, es ist ihm auch zumutbar, das zurückzugeben. Eine Sache wurde auch noch diskutiert, und zwar, ob jetzt der Schwiegersohn alles zurückgeben muss, weil 2 Jahre hätte er ja, zumindest war er ja noch mit ihr zusammen, so dann hätte man diesen Betrag jetzt natürlich auch reduzieren können, für jedes Jahr 5.000 Euro. Da hat das Gericht auch gesagt, nee, das geht nicht. Das muss komplett zurückgezahlt worden sein, weil auch das hat man sich jetzt nicht vorgestellt bei Vertragsschluss, dass jetzt quasi der potenzielle Schwiegersohn für jedes Jahr da eine Bezahlung bekommt. Ja, so, ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was mitnehmen aus dem Video. Wenn ihr Fragen habt, irgendwie Angst vor euren Schwiegereltern habt oder wenn ihr überlegen wollt, ob sich die Trennung jetzt lohnt oder ob ihr lieber zusammenbleibt, weil es irgendwie doch eine ganz schöne Wohnung ist, dann stellt die Fragen hier unten in den Kommentaren. Und wenn euch der Channel gefällt, dann abonniert uns einfach. Bis dahin alles Gute für euch, für eure Beziehung und euer Johannes. Okay.